In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir waren gerade essen. Jetzt gehen wir Richtung nach Hause. Und Lina ist mit ihren Hausschuhen unterwegs bei dem Wetter. Ne, Lina? Willst du was erzählen? Hä? Lina, ey. Richtig am Maimund. Amelda! Schema, Nacho. Willst du aufnehmen? Ja. Aber guckst du die Seite? Warum holst du deine Zunge raus? Wie so ein kleiner Welpe. Halt oder Lade aufnehmen, ja. Lina, oder Lade check. Alle da! Vorsicht, so weiter! Wow, Affari! Oh, das sieht aber schön aus, ne? Richtiger Herbst. Und der Buddy. Aber Vorsicht, das nicht, dass die Kamera runterfällt. Vorsicht. Wie geht's? Komm mal. Komm ein bisschen nach hinten. So, warte. Ah, Affari, so. Wow. Sehr gut machst du das. So, und jetzt musst du Vorsicht. Das war schwer einmal auch, ne? Hi. Hallo! Hallo! Ja, mach aus! Nein! Alle Mond! Mond? Nein! Alle Mund! Das hier war ich! Diese Decke habe ich gut! Margarin! Lina oder Lia? Ja, hat ja eine Decke. Aber ich meine, das ist ja eingepackt. Stinkt ja nicht. Das hier finde ich voll schön. Wenn du die auf dem Boden legst oder so. Am Anfang. Hey ihr Lieben, ich habe gestern nicht mehr gefilmt. War ja auch ganz kurz, wir haben nur gesagt, dass wir was essen waren. Mir geht's nicht so gut, ehrlich gesagt. Also, ich fühle mich total schwach. Und... ja, oder ist jetzt beim Fußball, der ist heute zu Hause, gestern war der auch zu Hause. Und ja, wir gehen später ein bisschen raus. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr schwach. Also ich merke, mir fehlt irgendwas. Ich habe jetzt Magnesium und Eisen genommen. Aber ob das jetzt was bringt, weiß ich nicht. Und der meinte auch, du kannst doch nicht beides auf einmal nehmen, aber... ich weiß auch, meine Frauenärztin hat gesagt, mit einer Stunde Abstand wenigstens. Aber mir ging es so schlecht und ich kriege kaum Luft. Ja, noch 48 Tage bis zur Geburt. Ich bin mal gespannt, ob Lia früher oder später kommt. Hauptsache, sie kommt nach der 36. Woche. Und ja, es sind ja nur noch 2 Wochen bis zur 36. Woche. Ich bin jetzt seit gestern in der 34. Ja. Wie bist du da? Sie wiegt jetzt bestimmt auch über 2 Kilo, weil letztes Mal, wo wir beim Frauenarzt waren, das ist jetzt eine Woche her, hat sie 2 Kilo gewogen. Und ja, wir müssen jetzt auch langsam. Ich wollte online die Sachen bestellen bei DM für Lia, aber ich denke mir, was soll ich jetzt? Zähne putzen? Ja. Ich denke mir, warum soll ich unnötig Sachen bestellen jetzt? Ich kaufe das, was ich brauche und gut ist, weil ich brauche nicht viel. Ich habe voll viel noch. Warum ist die Kamera so dunkel, Leute? Moment. Jetzt habe ich voll den Rotstich. So, machen wir es automatisch, so ist besser, oder? Ja, ich habe voll viel noch von Lina halt. Pinnaten, Wundschutzcreme, Puder, alles mögliche. Warum soll ich dann nochmal alles doppelt und dreifach kaufen? Und eine Windschutzcreme habe ich auch. Also so eine Bauchsalbe. Wind- und Wettersalbe ist das. Dann habe ich auch noch Babyöl von Lina. Du musst deine Zähne putzen.
Achso, Lina hat übrigens diese Zahnbürste bekommen. Die ist richtig geil. Die ist jetzt von Brush Baby. Die muss man, da drückt man einmal drauf, dann leuchtet die. Dann drückst du nochmal drauf. Dann hat das, macht das so Disco-Licht. Richtig geil. Und nach zwei Minuten geht das automatisch aus. Und dazu hat sie dann noch dieses, die Zahnpasta bekommen. Die ist jetzt mit Apfelminze-Geschmack. Warte ich jetzt. Die waren wohl auch auf der Kölner Messe. Ja, und das macht mit diesem Licht total Spaß. Und was ich voll cool finde, da sind auch so zwei extra Bürsten dabei. Genau, hoch. So ihr Lieben, ich habe jetzt alles rausgeholt. Ich habe gemerkt, wir haben gar keine Mozzarella mehr für den Tortellini-Auflauf. Ich tue einfach Sau da rein. Und also ich hatte gerade voll die Schwitzattacke, kennt ihr das? Wenn euer Gesicht total am Schwitzen ist, ihr wisst aber nicht warum. Upsa. Naja, Auda ist gleich zu Hause. Ich glaube, ich schicke den heute Abend auch nicht raus. Also ich fühle mich heute echt komisch. Ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt für den Salat alles rausgeholt, für die Tortellini. Ich mache jetzt auch nur schnell so eine Fixtüte. Bei Lina hat das viel früher angefangen, dass ich wirklich nicht mehr stehen konnte und kochen konnte. Ich habe auch das Gefühl, bei Lina hatte ich einen größeren Bauch. Aber jetzt mache ich das erstmal. Und dann, keine Ahnung. Also, ihr sollt ja auch die Schattenseiten einer Schwangerschaft sehen. Ne? Nicht nur trale Truhe. Hier ist alles gut. So, ihr Lieben, ich habe euch ja gesagt, ich mache jetzt diesen Test. Das ist so ein monatliches, personalisiertes Nährstoffpaket. Das heißt, ihr macht jetzt einen Test und am Ende bereiten die dann für euch sozusagen ein Nährstoffpaket zu. Wir machen das jetzt mal zusammen. Ihr geht ganz normal auf Macht den Test. Ich mache das jetzt auch mit euch zusammen. Wie heißt du, Emil? Weiter. Sei ehrlich beim Beantworten der Fragen, auch wenn es schwerfällt. Okay, da bin ich mal gespannt, was für Fragen kommen. Dein Alter 25. Weiter. 1,58. Weiter. Wie viel wiegst du in Kilogramm? Momentan wiege ich 68. Weiter. Weiblich. Ich bin schwanger. Bist du auf eins oder mehrere der folgenden Dinge allergisch? Ja, auf Nüsse. Das war's auch. Das finde ich aber gut, dass sie das direkt am Anfang fragen. Nimmst du regelmäßig Medikamente? Nein. Schritt 2, Ernährung. Befolgst du eine der folgenden Ernährungsformen? Vegan, vegetarisch, Paleo, ketogene Diäten? Nein. Nie oder selten. Fleisch esse ich echt nicht. Fisch oder Meeresfrüchte auch nie. Milch, ehrlich gesagt, auch nie. Was soll ich denn jetzt da antworten? Man soll ja ehrlich bleiben, ne? Also Gemüse esse ich auch selten. Nicht ein, zweimal pro Tag. Eine kleine Portion Süßigkeiten. Wie viel trinkst du am Tag? Weniger als 1 Liter. So, trinkst du innerhalb einer Woche öfter Alkohol? Nein. Schritt 3, Lebensstil. Nimmst du aktuell Nahrungsergänzungsmittel? Nein. Kapseln, Tabletten würden mich interessieren. Was isst du in der Regel? Selbstgekochtes? Was denkst du über traditionelle Heilkünste? Ich bin offen. Rauchst du? Nein. Hast du in den letzten 2 Monaten im Durchschnitt mehr als 30 Minuten pro Tag in der direkten Sonne verbracht? Nein. Ich mache nie Sport. Also weniger als 7 Stunden definitiv. Welche der folgenden Produkte interessiert dich? Nahrungsergänzungsmittel?
Snacks, Riegel und Getränke. Schritt 4, Ziele. Dann haben wir hier, welchen Bereich in deinem Leben möchtest du optimieren bzw. verändern? Maximal 3 Sachen darf man auswählen. Energie, definitiv, Herz, Gehirn. Ich bin sehr vergesslich geworden. Sind bei dir oder in deiner Familie Herzbeschwerden bekannt? Nein. Ich habe hohe Blutfettwerte, ich habe Durchblutungsstörungen, ich habe Bluthochdruck? Nein. Hast du Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren? Ja, ab und zu. Kannst du dich oft an bestimmte Ereignisse oder Sachen nicht mehr erinnern? Ja, das ist definitiv. Fühlst du dich oft müde? Ja. Befindest du dich gerade in einer herausfordernden Situation? Prüfung, Meisterarbeit, Wettkampf? Nein. Wie hast du von uns erfahren? Internetrecherche, weiter. Du hast es fast geschafft, okay? Wir benötigen deine Informationen, die während des Fragebogens erfasst werden, um persönliche Empfehlungen für dich zu entwickeln. Mit dem Anklicken der Checkbox stimmst du unseren Datenschutzrichtlinien zu, okay? Wir analysieren gerade deine Daten. So, mal schauen, was da jetzt bei rauskommt. Unsere Empfehlungen für dich. Bei der Zusammenstellung der Produkte treten keine Wechselwirkungen auf. Nimm alle Produkte mit der ersten Mahlzeit. Ach, und hier ist jetzt alles aufgelistet. B-Komplex. Dieses 8 B-Vitamine spielen eine wichtige Rolle, um sicherzustellen, dass unser Körper so effizient arbeitet, wie er sollte. Kein Magnesiumsterat, keine Konservierungsstoffe, spezialisierte Apotheke, Haut, Gehirn, Herz und Stress. Du hast uns erzählt, dass du kein bzw. selten Gemüse und Obst isst. Gemüse ist eine der wichtigsten Nährstoffquellen für die B-Komplexe. Okay, dann Calcium. Was steht hier? Der Mineralstoff Calcium wird nicht nur für die Erhaltung normaler Knochen und Zähne benötigt, sondern trägt auch zu einer normalen Muskelfunktion bei. Ohne Korallen, natürlich vegane Kapseln, Bewegung. Du nimmst keine Milch oder Milchprodukte zu dir. Okay, Krillöl habe ich noch nie gehört. DHA. Im Krillöl trägt zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion bei. EPA und DHA tragen zu einer normalen Herzfunktion bei. Ohne Quecksilber, MSC, zertifizierte Fischerei. Friend of the Sea zertifiziert. Kein Aufstoßen. IFOS 5-Star-Bewertung. Gehirn, Haut, Herz, Bewegung. Du hast uns erzählt, dass du nie oder selten Fisch isst. Schwangere haben einen erhöhten Bedarf an Omega-3-Fettsäuren. Du hast häufig Schwierigkeiten, dich an etwas zu erinnern. Du hast Schwierigkeiten, dich zu konzentrieren. Krass, ich wusste gar nicht, dass das gut dafür ist. Sehr gut. Und dann das Letzte. Astaxanthin ist ein aquatisches Carotinoid und gehört zu der Gruppe der sogenannten sekundären Pflanzstoffe aus Algen. Keine Zusatzstoffe. Strenge GMP-Herstellung, Gehirnenergie, Haut, Immunsystem. Du hast uns erzählt, dass du deine Gehirnleistung optimieren möchtest. Das stimmt. Dann gehen wir auf Box ansehen. So, das ist die Box. Die kostet dann 35 Euro im Monat, 15% Rabatt auf die erste 3 Monate, Mindestlaufzeit 3 Monate. 35 Euro im Monat, okay. So, dann gehen wir auf weiter für neue Kunden. So, ihr Lieben. Hier könnt ihr dann eure Daten angeben. Ich werde das jetzt natürlich nicht aufnehmen, damit ihr das nicht seht. Und dann gehen wir auch direkt auf Weiter. Ich habe jetzt ganz normal bestellt. Ihre Bestellung wurde erfolgreich bearbeitet. Und dasselbe machen wir jetzt auch für Audet. Weil Audet braucht definitiv auch Vitamine. Definitiv. So, ihr Lieben, bei Audet kam jetzt das dabei raus. Also der braucht auch Calcium, Krillöl. Der braucht aber hier was anderes. Ashwagandha, habe ich auch noch nie gehört. Ashwagandha ist eine Kraut, welches in der
Ayurveda-Medizin verwendet wird. Im deutschen Sprachraum ist es auch unter dem Begriff der Schlafbeere bekannt. Extrakt, schadstofffrei, 100% natürlich, gegen Stress. Du möchtest besser mit Stress klarkommen. So, und dann einmal. Astaxanthin ist ein aquatisches Carotinoid und gehört zu der Gruppe der sogenannten sekundären Pflanzenstoffe. Aus Algen keine Zusatzstoffe, strenge GMP-Herstellung, Gehirn, Energie, Haut und Immunsystem. Ich glaube, das muss ich auch nehmen, oder? Und dann einmal die Box ansehen wieder. So, und dann erstellen wir für Audel auch ein Konto. So, ich habe jetzt die Bestellung bearbeitet. So, ihr Lieben, ich habe euch ja gezeigt gerade, wie ich die Umfrage gemacht habe und unsere Bestellung ist schon aufgegeben worden. Das ist jetzt auch 2 Tage her, ehrlich gesagt. Ich habe jetzt 2 Tage nicht gebloggt, weil ich mich wirklich nicht gut gefühlt habe und ich freue mich jetzt wirklich auf die Nahrungsergänzungsmittel. Die müssen auch jeden Moment ankommen, weil ich habe eine Nachricht von der DHL bekommen, dass sie jetzt auf dem Weg sind. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich mache hier gerade die Wäsche und ich wollte euch sagen, dass ich... dass ihr auf die ersten beiden Boxen 20% sparen könnt mit unserem Code, den ich schon die ganze Zeit einblende. Audel freut sich am meisten auf die Nahrungsergänzungsmittel, weil er hat momentan Stress. Also jetzt nicht hier familiär, sondern anders. Und da sind wir mal gespannt. Also durch diesen Stress kann er halt auch nicht gut schlafen, dann ist er wach bis 5 Uhr morgens, am nächsten Tag ist er dann kaputt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darauf, die ganzen Nahrungsergänzungsmittel zu testen. Wir kriegen jetzt pro Person 4 Stück, die wir dann mit der Mahlzeit zusammen einnehmen müssen. Und ja, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Die Seite habe ich aber auch unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr euch auch umschauen, aber ich finde, das wird sich lohnen. Ich werde auch eine Woche den Test machen mit Audel und danach werden wir darüber berichten, wie wir uns danach fühlen, nachdem wir diese Nahrungsergänzungsmittel genommen haben. Audel ist eigentlich gar nicht so eine Person, aber der meinte, wenn man eine Umfrage macht und die wissen, was wir brauchen, dann will ich das auf jeden Fall testen. Ja. Und jetzt dürfen wir das auf jeden Fall testen und ich bin echt gespannt, weil ich fühle mich momentan wirklich sehr, sehr schlapp, müde, kaputt und ja, ich esse momentan auch nicht viel Fleisch, also ich esse eh nur helles Fleisch, ich esse ja nichts Dunkles. Ja, mal schauen, wie das wird. Ich werde euch auf jeden Fall, wie gesagt, berichten, aber jetzt muss ich erstmal hier aufräumen, warte auf das Paket, bis der Postbote kommt, weil danach wollte ich mit Lina rausgehen, ein bisschen spazieren und ich muss auch noch Schlagsahne und so kaufen, weil heute gibt es bei uns Reis mit Hähnchen. Ja. Ich sortiere gerade die Sachen von den Kindern, also Lias Sachen und Linas Sachen. So ihr Lieben, unser Paket ist da, das ging aber schnell. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe jetzt die Adresse natürlich weggemacht. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. Und zwar ist das richtig personalisiert. Richtig krass. Also, ihr bekommt dieses Paket. Und dann ist hier nochmal ein Zettel drin, welche Vitamine mit drin sind. Hier, das ist jetzt Audash. Hier steht dann oben Audash. Calcium, die Knochenstütze. Krillöl, die Wunderwaffe aus dem Meer. Ashwagandha, innere Ruhe. Astaxanthin, die rote Wunderwaffe. Und danach steht hier, wie man das anwendet. Und zwar, man muss auf jeden Fall ein Päckchen am Tag nehmen. Die Päckchen sehen so aus. Die sind schon fertig. Also ich dachte, man bekommt so eine, ne, so eine 30er Packung, aber ist nicht so. Und zwar ist das, sieht das so aus. Das heißt, wenn ihr das mit in den Urlaub und so nehmt, ist das auch perfekt. Weil das ist dann eure Tagesdosis. Seht ihr das überhaupt? Genau, so sieht das aus. Und dann müsst ihr das aufmachen. Ich werde jetzt meins natürlich gleich einnehmen direkt. Direkt morgen, sorry. Obwohl, wir haben gerade gefrühstückt. Dann kann ich das jetzt einnehmen, ne?
weil das muss man mit der ersten Mahlzeit einnehmen. Und mindestens haltbar bis zum 28.02.2019. Das ist jetzt Audaz und ich muss das dann morgen einnehmen, weil der ist ja jetzt schon weg. Genau, hier ist dann nochmal alles aufgelistet. Das ist jetzt Audaz Box. Ich glaube, wir haben nur ein, zwei Sachen, die anders sind. Dann sieht das jetzt so aus. Genau. Ja. Ich mache das mal hoch auf und dann nehmen wir das direkt zusammen. Und zwar sind da jetzt vier Pillen drin. Das sind doch vier, oder? Ja. Boah, das sieht krass aus. Oh mein Gott. Also einmal das. Das ist Krillöl. Dann ist das hier Calcium. Ja, Schatz. Das ist das B-Komplex. Warte, Schatzi. Und das hier ist Astaxanthin. So, das nehmen wir jetzt auch ein. Ich muss mir nur kurz eine Flasche Wasser holen. Krillöl. Boah, das ist voll viel Gas. So, dann haben wir hier B-Komplex. Eine Art? Art? Ich frage, ob das scharf ist. Boah, so viel Gas. Ja. Sagen, anstatt dass ihr jeden Monat zur Apotheke rennen müsst und nicht wisst, was ihr braucht, macht lieber den Test. Ihr könnt 2x20% sparen. Und Wasser. Was denn? Das willst du? Ja, Eier. Das ist dein Ei, ne? Genau. Ihr könnt auf die ersten beiden Boxen 20% sparen, das ist viel. Das wären jetzt zum Beispiel bei mir, meine Box hat 35 Euro gekostet, das wären 7 Euro, dann nur noch 28 Euro. Und ich finde, für 4 Nahrungsergänzungsmittel ist das vollkommen okay. Ich weiß ja, wie viel die Vitamine bei der Apotheke kosten, wenn man die so privat kauft. Und die sind nicht günstig. Das wissen die Schwangeren ja unter euch. Ja, ich lasse es auf jeden Fall hier. Das soll nämlich kühl und trocken gelagert werden und auf keinen Fall in der Nähe von Kindern, Hunden oder sonst was, Haustieren. Ja, ich bedanke mich nochmal und berichte in einer Woche nochmal, wie wir uns fühlen. Aber, also ich bin von dem Konzept jetzt schon überzeugt, das muss ich jetzt ehrlich sagen. Und freue mich schon auf das Endergebnis. Also natürlich bringt das jetzt nichts, wenn ihr das nur einen Monat lang nimmt. Das sollte man dann schon dauerhaft nehmen. Außer ihr werdet jetzt darauf achten, dass ihr jetzt 2, 3, 4 Mal in der Woche Fleisch isst oder Fisch isst oder sonst was. Ja, genau, ich werde euch berichten. Meine erste Packung ist jetzt leer. So ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause und die Mama hat wieder einen harten Bauch bekommen. Ich glaube, das ist jetzt aber normal, ne? In den letzten Wochen. Wir haben ja nur noch 5 Wochen, 6 Wochen. Ja, ich wollte euch mal kurz den Einkauf zeigen von uns. Ich habe nämlich ein paar Sachen gekauft. Moment. Ich bin mit Jacke rausgegangen. Ich wusste nicht, dass wir knapp 24, 25 Grad haben. War nicht so schlau von mir. Also erstmal habe ich für Lina so ein Joghurt gekauft. Kennt ihr die? Da war ja das Feuerwehrmann Sams Foto drauf und Lina liebt. Was machst du, Schatz? Let it go. No, no. Ich pack mal kurz alles aus und zeige ich euch das, sonst dauert das zu lange. So, dann fangen wir mal an. Ne? Ich krieg wieder so schwer Luft. Lina, kannst du bitte die Balkontür aufmachen, Aschke? Es ist total heiß. So, also, ich habe gekauft Milchbrötchen. Also, ich finde, die besten Milchbrötchen gibt es wirklich bei Penny. Deswegen nehme ich die immer eigentlich mit.
Dankeschön, die Kleine. Danach einmal Schokobrötchen. Dann Holunder Brombeerjoghurt. Das ist jetzt für mich. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Der ist jetzt vom Penny. Dann habe ich Pizzateig mitgenommen. Also ich traue mich einfach nicht mehr, Teig zu machen. Ich will nicht so viel Kraft reinstecken. Und ihr wisst, wenn man einen guten Teig haben möchte, muss man wirklich gut lang genug kneten. Deswegen habe ich den jetzt fertig geholt. Dann Joghurt für Lina. Zweimal Schlagsahne. Ich mache hier gleich Hähnchen. In der Hand. Was denn? Hand. Hand? Nein, Hand. Du hast zu viel Kaugummi im Mund. Ich verstehe dich nicht. Dann einmal Gouda-Käse. Dann einmal Waffeln. Lina wollte diese Joghurts ausprobieren mit Erdbeer. Das hat sie jetzt das erste Mal gesehen. Und sie isst momentan auch gut Joghurt. Dann haben wir einmal ein Eistee. Was denn? Eistee. Willst du? Ja. Dann zweimal Mozzarella für die Pizza morgen. Dann zweimal diese Nägel wieder. Ich weiß nicht, wo ich die anderen Verpackungen getan habe. Eins habe ich ja genutzt. Aber meine anderen Nägel sind immer noch nicht da. Ich muss mal bei Amazon anrufen, dass ich das immer noch nicht bekommen habe. Dann Sekundenkleber und für die habe ich für 2 Euro das hier mitgenommen, weil ich habe gemerkt, ihre Lätzchen und ihre Spucktücher passen nicht in eine so eine Kiste und ich will das auch nicht alles einquetschen, deswegen habe ich jetzt eins davon geholt. Das muss ich jetzt gleich sortieren, Lina spielt jetzt damit und ich sammle schon fleißig für meine Hebamme die Sachen, die ich jetzt von der Brandnussbox bekomme und nicht benutze und so tue ich auf Seite, damit das meine Hebamme dann bekommt. Ich weiß nicht, habt ihr euren Hebammen was geschenkt am Ende? Also wir haben uns überlegt, dass wir so eine schöne Kiste machen mit Leckereien und also so Süßigkeiten, Tee, alles mögliche halt, ne? Und danach eine Karte und da rein dann noch Geld als Dankeschön, weil das hatten wir bei Lina nicht machen können, weil sie meinte, sie meldet sich und dann hat sie sich nicht mehr gemeldet. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht, ich glaube die Tochter oder so war krank. Deswegen wollen wir das auf jeden Fall dieses Mal nachholen, weil meine Hebamme ist ein Schatz gewesen. Ich habe auch heute mit ihr telefoniert, die ist jetzt bis zum 20. beim Urlaub, im Urlaub und danach kommt sie zurück. Und dann besprechen wir uns oder treffen wir uns, ich weiß auch nicht genau. Ja, ich packe das jetzt mal alles weg und dann fange ich auch direkt an zu kochen. Ich habe schon den Reis rausgeholt und das muss ich waschen, aber das nehme ich mit zur Arbeit genommen. Und da ist mein Reis. Da. So ihr Lieben, ich habe jetzt gekocht. Ich habe voll vergessen aufzunehmen natürlich. Ich muss hier sauber machen übrigens. Also das ist einmal unsere Hähnchenpfanne mit Sahne und Tomatenmark. Und hier habe ich ganz normal Reis, da habe ich Suppe. Und hier mein Reis. Was denn, Schatz? Reis. Ups, egal. Ich muss hier aufräumen gleich. Ich habe jetzt aber keine Luft, ehrlich gesagt, weil ich voll bin. So, das Wasser läuft. Ihr seht, glaube ich, Lina jedes Mal baden. Kann das sein? Auf jeden Fall wollte Lina diese neuen Shampoos austesten. Das darf sie jetzt auch. Das ist so ein Geschenkset. Aus der United Station. Moment, ich muss das noch aufmachen. Ups, das kommt runtergefallen. Minosch. Also da ist einmal so eine Packung Feuchttücher drin. Dann haben wir Shampoos. Ich habe die ehrlich gesagt noch nicht gerochen. Das für den Körper. Machst du auf? Ich riech nichts. Wieso? Ja. Riecht nach nichts. Also finde ich. Das ist auf jeden Fall parabenfrei, keine Allergie, pH getestet. Warte, Schatzi. Guck, wie jump, guck, wie jump. Dann haben wir hier ein Natural Baby Moisturizer. Okay, ich weiß jetzt nicht, wie viel das ist. Als auf Englisch. Guck. Aber. Ich glaube, so eine Bodylotion.
so eine Creme. Das ist einfach weiße Creme. Nein, das ist Creme, Schatz. Das ist kein Shampoo. Das ist Shampoo. Und da ist dann noch das. Das ist voll wabbelig. Das riecht auch nach nichts. Seht ihr das? Das riecht so wabbelig. Wabbelig. Willst du das? Okay, das ist schön. So, dann war hier noch drin sowas wie ein Stift. Das ist wohl für die Hände, also damit du die Hände so einsprühst von den Kindern. Ich bin in Düfte beschreiben sehr, sehr schlecht. Aber ist jetzt nicht mein Duft, wenn ich ehrlich sagen muss. Aber was ist das hier? Das sind auch Feuchttücher. Hier, Schatz, das ist schon was. Guck mal. Guck mal, so. Okay. Feuchte Tücher zum Naseputzen. Boah, seid ihr auch so? Ich hasse das, wenn Kinder mit vollgerotzter Nase rumlaufen draußen. Boah, vor allem, wenn die Eltern das sehen und das nicht sauber machen. Ich kann das gar nicht abhaben. Ich ekle mich total für sowas. Wegen dem Geschmack lässt sich das streiten. Aber gut, dass Geschmäcker verschieden sind. So, ihr Lieben, ich würde auch sagen, ich verabschiede mich jetzt. Den Rabattcode für das Nahrungsergänzungsmittel, also für die Seite, habe ich euch ja gegeben. Und ich fühle mich jetzt auch nicht schlecht dadurch. Ich weiß, damals habe ich sowas genommen und ich weiß noch, da ist mir total schlecht geworden. Und dann hat das sofort weggeschmissen. Aber wirklich, bei dem jetzt, ich habe die genommen und mir geht's super. Das sind ja auch Vitamine, ne? Ja, ich bin gespannt, wie es mir nach einer Woche geht. Da werde ich euch auf jeden Fall berichten. Und Audel darf natürlich auch berichten. Ja, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis übermorgen. Tschüss!